Ja. Huch, hier brennt's ja. Oha. Brauchst du Hilfe, Marie? Kaum, dass unsere Herren Madame d'Artois aufgebrochen war, ist hier das Chaos ausgebrochen. Es ist wie im Fegefeuer. Viele sind fortgegangen, die Häuser verwaist. Bitte erbarmt euch unsere armen Seelen. Oha, ja, glaub schon. So viele sind weggezogen, seit Madame d'Artois in den Orient aufgebrochen ist. Sie wird enttäuscht sein, wenn sie zurückkehrt und ihre Heimatstadt leer vorfindet. Ach so, das ist jetzt mein... Ich lehre euch an. Helft mir, ihr diese Schmach zu ersparen. Ja, erstmal müssen wir irgendwie das Feuer gelöscht kriegen, ne? Feuerwehr? Wir haben keinen Stein. Wir brauchen Steine. Hilfe? Hey, seht nur, keinen einzigen Bürger hat es hier gehalten. Kein Wunder, so heruntergekommen wie diese Stadt ist. Wir haben Werkzeug. Ich baue mal eben. Aha. Die Stadt ist wie leer gefegt, seit unsere Herrin fort ist. Ihr braucht nur auf den Marktplatz zu gehen. Er ist völlig verwaist. Dass der überhaupt nicht in Panik gerät, weil hier gerade alles brennt. Ich kann es immer noch nicht. Ach so, ich muss abladen. Habe ich das? Ach so, ich hab nur Werkzeug geliefert und keinen Stein. Der ist da. Haltet durch. Ich hol mal eben Steine. Ja. Wir haben ja eine extrem negative Bilanz. Ist auch nicht gut. Wobei, die verbessert sich gerade wieder. Warum war die negativ? Steine. So, jetzt auf geht's. Ach ja, hier gab es ja auch noch was zu kaufen, oder? Geht das wieder? Ja, es geht wieder. Kaufen bitte. Abgemacht. Ich verpacke die Krauttiere und mache mich auf den Weg. Ach so, wir können das ja jetzt auch selbst bauen, das Werkzeug, ne? Ich Genie. Na gut, wir kriegen ja gleich was geliefert. Dann kann ich ja auch gleich eine Werkzeugschmiede daraus machen. Ich habe gerade nämlich gedacht, wir müssten hier jetzt ganz... Angeblich sind Kinder in Madame d'Artois' Stadt verschwunden. Vermutlich wollten sich einige dem Kreuzfahrer her als ja. anschließen. Obwohl... Die Flotte ist auch noch gar nicht aufgebrochen. Ja, aber was soll ich da machen? Ich meine, wie soll ich die finden, die Kinder? Oh ja. So, Baumaterial, Baumaterial, Baumaterial. Das Feuer hat sich mittlerweile erledigt. Das heißt, ja, gut, jetzt brauchen wir doch nicht so dringend eine Feuerwehr. Können wir immer noch bauen. Glaube ich. Okay, wir brauchen 500 Bürger. Seht ihr? Die meisten sind schon fort. Ja. Ach, und das alles nur, weil Madame d'Artois in den Krieg gezogen ist. D'Artois. Mhm. Okay, d'Artois, Marie d'Artois. Mann, bin ich kreativ. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal ein paar Wohnhäuser. Wobei, da kann noch ein anderes Gebäude hin. Pelle oder so. Ich hatte schon völlig vergessen, wie anstrengend der Pfad hinunter ins Tal sein kann. Aber danke fürs Werkzeug, Brother Hilarious. So. Das musst du hier hin. Ist ja klar, ne? Oder hatten wir sonst noch irgendwo eine Kapelle? Nö, ist die einzige, ne? Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Wohnhäuser hier hin. So, hier sind ja ein paar verschwunden. Die mal da waren. So. Nee, das geht nicht. Da ist keine Straßenanbindung innerhalb des Einzugsgebiets. Aber hier kann man noch was machen. So ungefähr. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Was? Es fehlt an Gemeinschaft? Doch das, was ich gerade gemacht habe, oder? Welches Haus ist gemeint? Weiß ich nicht. Es wird schon zerfallen, wenn es nichts kriegt. Dann wird man es optisch erkennen. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. So. Na gut, das vielleicht reicht das ja erstmal. Sagte er und baute noch weitere Häuser. Ja, wie auch immer. Wir haben jetzt ein paar Häuser gebaut und brauchen jetzt Bürger. Und zwar... Ihr braucht Glauben.
Und ihr braucht was zum Trinken. Zum Trinken. Und was zum Essen. Oh, das, selbst das wird schon schwierig. Okay, wir brauchen mehr Fischer anscheinend. Hab ich den Eindruck. So fischet, ihr Fischer. So. Ich glaube, das reicht. Und ansonsten brauchen wir Most. Ich will schon wieder Most Wanted sagen, aber das will wahrscheinlich keiner mehr hören. So. Wir haben wieder so ein Minus. Wo kommt das her? Oh, jetzt speichert gerade. Das haben wir noch nicht. Spiel gesichert. Gut. Ja, also wir brauchen was zu essen. Daran wird gerade gearbeitet. Und wir brauchen was zum Trinken. Most. Most. Irgendwo kann man Most hinbauen. Hier vielleicht. Hier sieht es aus, als gäbe es hier Platz. Aber nicht genug, oder? Na gut, man kann es ein bisschen anders anordnen, als ich das machen würde. Wobei, hier passt es. So. Und dann mache ich hier einfach so. So einfach. Und dann machen wir sicherheitshalber mal noch so einen. Wie ist da so eine Lücke drin? Das verstehe ich nicht. Brauche ich den mal so hin? Da ist so ein roter Bereich gewesen. Verstehe ich nicht. So, 1, 2, 3, 4. Und dann seid ihr hoffentlich bedient. Was ist das? Ach, die Seilerei. Gut, dann macht mal. Und ich warte derweil. Aber warum haben wir so eine schlechte Bilanz? Muss ich die Steuern erhöhen? Ach so, weil die unzufrieden sind. Also weil sie nicht genug Sachen kriegen, zahlen sie natürlich auch weniger Steuern. Das ergibt Sinn. Ach, die haben auch nicht genug. Oha. Hier brauchen wir auch noch mehr Most. Aber ich habe gar keine Werkzeuge hier. Okay, ich hole die mal eben rüber. Wobei, apropos rüberholen. Ich wollte ja welche selbst produzieren. Das geht ja auch mittlerweile. Immer noch nicht genug? Ach nee, Steine. Ah, an allen Ecken und Enden fehlt's. Dann nehmen wir die Steine hier mal eben mit. Und bringen die dorthin. So. Dann habt ihr da genug. Dann könnt ihr da auch Werkzeuge produzieren. Und dann nehmen wir da die Werkzeuge mit und so weiter und so fort. Ja, die wurden gerade abgeholt, deswegen. Hätte ich eigentlich auch warten können. Ich bin halt ein Genie. Die ersten Werkzeuge sind in Arbeit. Das ist ja wundervoll. Ja, finde ich auch. So. Ansonsten nehme ich das Baumaterial mal wieder mit. Weil vielleicht braucht ihr das ja nicht so dringend. So. Gut, ansonsten müsste ich hier in Falkenstein noch ein bisschen mehr Most produzieren, wie mir aufgefallen ist. Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als hier. Na, das will ich doch hoffen. Und Fische brauchen wir auch noch. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Da. Gut, dann laden wir erstmal alles ab. Bauen mal ein bisschen was. Und zwar Fischer. Oh, was weiß ich. Hier und hier noch ein Fischer hin. So. Und dann noch Mosthof. Und zwar, ja, hier irgendwo. So. Hoppla, hier habe ich ein bisschen Platz zu wenig gelassen. Aber das ist nicht so tragisch, weil den kann man ja immer noch hier hinbauen. Gut. Dann hoffentlich habt ihr jetzt genug Most. Und dann nehme ich das Baumaterial wieder mit. Und bringe es nach Engelskirchen. Nee, keine Ahnung. Engelsbach heißt es, ne? Sollte tatsächlich nur so eine Anspielung auf Dingenskirchen sein, hat aber nicht funktioniert. Naja. Gut. Gut, jetzt haben wir hier ganz viel Baumaterial. Abgesehen von Werkzeug, das wir nicht haben. Aber das macht vielleicht so gut wie fast wenig. Denn wir haben jede Menge Sachen. Und wir müssen eigentlich nur die Steuern senken, dann müssen die aufsteigen, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Oder? Jawohl. Das heißt, es ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit und des Werkzeugs. Das heißt, wir holen mal ein bisschen Werkzeug. So.
Einmal Baumaterial, bitte. So, dankeschön. Wie erfreulich. Wiedersehen. Und ab geht's hier hin. Huch. Ich soll das Schiff auswählen. Meine Güte, bin ich ein Profi. So. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Wer, wo, was, wie? Ja, da kann ich auch nichts für. Habe ich die da hingebaut? Dann kann ich doch was für. Ich reiß die auf jeden Fall jetzt ab. Bringt nichts. So. Dann laden wir das Baumaterial mal wieder ab. Und, ne, eigentlich brauchen wir nur, Steine brauchen wir ja eigentlich nicht, ne? Egal, wir warten mal einen Moment, bis der Auftrag erfüllt ist. Und wir müssen dem Guy immer noch Eisen liefern. Hoppala, das habe ich ganz vergessen. Das machen wir auch mal eben. Ja, das machen wir auch noch. Gut, dann Eisen bitte. Noch drei. Noch drei. Drei Eisen. Drei Eisen bitte. Drei Eisen. Die Produktion kommt zum Erliegen. Vier nehme ich auch. Wobei eins könnt ihr wieder haben. So. So, Guy. Dein. Ja. Ich kaufe immer noch Holz, warum auch immer. Aber ich kaufe es immer noch. Bringt ihr mir endlich Eisen? Ja. Die Waffenschmiede noch länger auf euch warten. Sorry, ich hab dich kurz vergessen. Ist es auch von reinster Qualität? Was weiß ich? Nicht, dass den Rittern die Klingen brechen, wenn sie sich da mit dem Feind entgegenstellen. Ich fange jedes Mal an zu brechen, wenn ich mich dir entgegenstelle. Aber okay. Das ist Teil eines Auftrages. Was sollen wir da machen? Moment, ach so. Ich benötige endlich die Transportschiffe. Muss ach ja. Ein euretwegen der Kreuzzug verschoben werden? Wir sollten ihm ja auch noch Schiffe bringen. Das habe ich ganz vergessen. Ihr seid mir bisher keine große Hilfe. Wenn ihr eure Aufgaben nicht ernster nehmt, muss ich Kardinal Lucius darüber berichten. Mach's doch selbst, meine Güte. Vorzüglich. Der Lucius, der kann mich mal am Arm kratzen. Aber, was weiß ich, ich mach das jetzt einfach mal. Wir benötigen diesen Reparatur. Ach ja, der Reparaturkranik. Ich werde nur abreisen, wenn alle Schiffe der Kreuzfahrer. Ah, überall. Überall wollen sie was von mir. Ja, Moment. Okay, wir brauchen Schiffe. Vier. Eins, zwei, drei, vier. So, das macht jetzt. Das macht er jetzt. So. Reparaturkran. Was kostet ein Reparaturkran? Ein Reparaturkran kostet. 5 Werkzeuge, 9 Steine. Ah, das dürften wir doch irgendwo zusammenkratzen können. So. Steine, Hammer. Moment. So, Steine, Hammer. Und jetzt brauchen wir noch... Fertiggestellt. Apropos Hammer, wir brauchen jetzt auch noch Werkzeug. So. Schiffsbau abgeschlossen. Das ist schön. Schiffsbau abgeschlossen. Gut, dann... Schlage ein. Der schlägt schon wieder ein. Da sollte man was gegen tun. Ich wollte Werkzeug mitnehmen, glaube ich. Holz ist da. Muss ich mich nicht drum kümmern. Wir benötigen ja, genau. Ja, Marie, ist gut. Ich kümmere mich drum. Ich bin unterwegs. Lala, 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 lala. Lala. Abladen, abladen, abladen und Reparaturkran bauen. Ach, Geld. Man braucht sogar Geld. Ha, Geld. Okay, warten. Wir haben gleich genug Geld. Gibt es noch sowas, was wir tun können? Ach ja, es gab ja die Schiffe da, die wir liefern sollten. Sind denn fertig? Ne, eins ist... Eins, gut so. Eins wird noch gebaut. Kann man die so in der Gruppe? Ja, geht. Perfekt. Dann machen wir das gleich, wenn die alle fertig sind. Ansonsten haben wir jetzt bald genug Geld für den Reparaturkran. Ja. Auch nicht. Oder ich bin nur zu blöd, ihn richtig zu bauen. Wo muss der denn hin? Moment. Er muss im Hafenbereich errichtet werden, repariert. Dann müsste es doch eigentlich klappen, oder? Wer ist denn the problem hier? Warum geht's? Ach so.
Ich habe auf die Steine nicht geachtet, die wir brauchen. Oder brauchen wir noch mehr Steine? Okay, ich hole noch Steine. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, dann tut das eben nicht. So. So, und Steine. Und dann... Gut. Dann können wir das gleich machen. Wie geht's eigentlich den Schiffen? Ist das jetzt endlich fertig? Nö, ist immer noch nicht fertig. Ich helfe euch gerne. Ach so, das Geld muss man dann bezahlen, wenn es losgeht. So, das heißt, unter Umständen werden wir gleich das Geld los, wenn wir nicht schnell genug sind für den Reparaturkran. Oder wenn wir den Reparaturkran bauen, werden wir das Geld los für das Schiff. Ja, was auch immer passieren wird, wir brauchen Geld. Aber ja. Ihr handelt nach Gottes Willen. Nun wird kein Schiff beschädigt die lange Reise in den Orient antreten müssen. Juhu. Okay. Nun, da der Hafen vollendet ist, solltet ihr vielleicht eure Transportrouten überdenken und dem Kapitän neue Befehle erteilen. Okay, aber was soll ich jetzt machen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wie viele Bürger haben wir eigentlich? 180. Wir brauchen noch mehr Bürger. Ach, wir haben kein Werkzeug. Das ist das Problem. Ja, Werkzeug übrigens. Ach ja, stimmt. Wir haben ja eine Handelsroute. Da können wir das Werkzeug ja so liefern. Und so. Wobei noch klüger wäre eigentlich. Ach, lassen wir einfach mal so. Nachricht vom Kardinal. Wir brechen auf. Ich führe diese Schiffe gen Osten, auf dass die Grundfesten des falschen Glaubens erzittern. Wir sehen uns bald wieder. So verheißen es die Engel. Okay, gut. Dann, macht's mal gut, ne? Und so. Ich will euch nicht viel Erfolg wünschen, weil ich das Konzept nicht so überzeugend finde, aber ja. Wir nehmen auf jeden Fall das Baumaterial mit, weil ich nicht weiß oder mir nicht vorstellen kann, dass wir noch irgendwas hier brauchen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sollten wir mal dahin. Oder hierhin. Hierhin wahrscheinlich, weil hier gleich Werkzeug angeliefert wird. So könnte ich es mir vorstellen. Oder? Oder auch nicht. Na dann halt nicht. Dann fahre ich erstmal rüber. Lieber die 10 Werkzeuge hier hinliefern als gar keins. Ich helfe euch gerne aus. Ja, dann kannst du mir mal Werkzeug liefern. Aber das machst du ja nicht. So. Dann baut mal weiter Häuser. Und ansonsten ist das Werkzeug jetzt da, jetzt wo wir weg sind. War ja klar. Und ihr könnt hoffentlich bald das Schiff bauen. Wir brauchen noch ein bisschen Geld dafür. Daran hängt's. Ein gutes Geschäft gemacht. Aha. Gut, dann Werkzeug. Das bringen wir dann eben mal wieder nach Santa Maria, brauchen wir. Sonst nichts. Santa Maria. Hoppla, ich war gerade in Gedanken, Santa Maria wäre, also wäre noch größeres Schiff, was hier steht, und Santa Maria wäre. Egal. Wir bringen jetzt das Werkzeug hier hin und dann brauchen wir brauchen nämlich noch mehr Bürger. Ihr tut euer Bestes für die Menschen dieser Stadt. Und dennoch, es will mir scheinen, als würden nur die Alten und Kranken zurückkehren. Wo bei allen Engeln und Heiligen sind die Kinder? Aha, also doch, wo sind die Kinder? So. Also geht die Geschichte noch weiter. Naja, war ja klar. Das hängt also damit zusammen, was wir hier machen. Dass wir irgendwie die Stadt wohl ausbauen müssen. Und wenn die Stadt ausgebaut ist, dann lockt man damit Kinder an, oder was? Ja, oder mit Süßigkeiten. Gut. Ich baue mal noch eine... Schiff fertiggestellt. Noch einen Fischer. Noch einen Mosthof, weil ich habe das Gefühl... Ach ja, das Schiff ist fertig. Denn ich habe das Gefühl... Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Juhu. Okay, Widerstand ist zwecklos. So. Dann auf geht's, liebe Schiffe. Liefert euch. Dann seid ihr geliefert. So. Gut, wie gesagt, ich wollte einen Mosthof bauen, weil anscheinend immer noch nicht genug Most vorhanden ist für alle Leute, die da so rumleben. Und so.
Und Moment, drehen und so und so. Und dann haben wir noch einen Mosthof. Und ist das jetzt genug? Ich hoffe es ist, aber ich weiß es nicht. Es ziehen auf jeden Fall Bürger ein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen grundsätzlich. Ist die Frage, kriegen wir jetzt auch genug Zeugs für die Leute, die hier wohnen? Auf jeden Fall genug Nahrung ist da. Ist auch genug Getränke da. Das geht in die richtige Richtung, glaube ich. Jetzt wieder nicht. Die saufen ganz schön viel hier. Sehr schön. Wie die Löcher. Okay. Ach, Werkzeug. Ach, da war was. Brauchen noch mehr Werkzeug. Gut, ich gehe mal eben Werkzeug holen. Belastet euch nicht länger mit diesen Schiffen. Ich übernehme jetzt das Kommando. Ja, dann mach halt. Gut. Kardinal Lucius wird mit meiner Arbeit äußerst zufrieden sein. So. Ist euch diese seltsame Geheimniskrämerei von Guy Forcas aufgefallen? Geheimniskrämerei? Schleicht mich das Gefühl, dass bei diesem Kreuzzug irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Also hat er doch was Dreck am Stecken, diese frohe Natur Lucius. Also zumindest vermuten wir das aktuell. Ich danke euch von Herzen, dass ihr euch unserer Stadt angenommen habt. Auch im Namen unserer Herrin, Madame d'Artois. Ach so. Haben wir jetzt doch genug von allem, oder was? Moment, ich liefere das Werkzeug trotzdem. Wir haben jetzt, ja, 509 Bürger. Okay, hat schon gereicht. Egal. So. Bestimmt gehe ich recht in der Annahme, dass ihr sie gebaut habt, um die Kreuzfahrer zu versorgen. Also, ich erwarte eure Lieferung. Ja, das kommt dann auch noch. Ich wollte aber noch hier ein bisschen... Wobei, eigentlich so viel ist nicht mehr zu tun, ne? Das könnte man dann eventuell auch direkt machen. Glaube ich. Oder war sonst noch irgendwas? Waren so viele Aufträge in diesem Kapitel. Ach, stimmt ja. Der Richie, der wollte ja auch noch Steine haben, ne? Die können wir ihn auch mal liefern. So, da war ja was. Guck mal, das machen wir mal jetzt. Lalala. Steine. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ich bedauere sehr, doch ich kann euch fortan kein Werkzeug mehr verkaufen. Ich brauche kein Werkzeug. Ich will dir Steine geben. Steine? Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Ich habe Steine dabei. Ich dachte, du wolltest Steine haben. Hä? Ich bin verwirrt. Vielleicht, weil er uns eine Belohnung geben will und wir keinen Platz im Schiff haben. Ich lade mal eben ein bisschen vom Schiff ab. So machen wir das. Weg damit. Und Steine können wir nicht abladen. Okay, ich versuch's nochmal. Ich bekomme regelmäßig. Ich bedauere sehr. Ja. Wobei doch, eben hat er kurz. Hä? Ich dachte, er wollte Steine haben. Hä? Wieso will der die Steine nicht haben? Ich hoffe, ihr findet Wunder. Ach so. So können wir das machen? Ausgezeichnet. Haben wir jetzt einen Auftrag erfüllt, oder? War das jetzt ein Auftrag, oder war das jetzt kein Auftrag? Es ist ein Kreuz mit diesem Kreuzzug. Wenn ja. Ich nur Männer und Materialien für Forcas abstellen muss, wirft mich das beim Dombau um Wochen, nach was um Monate zurück. Okay. Beim Bau des Kaiserdoms setze ich auf eure Unterstützung. Jetzt will er auf einmal schon wieder Steine. Also jetzt will er die Steine wohl wirklich offiziell haben. Doch ich kann euch fortan kein Werkzeug mehr verkaufen. Ja, ich brauche auch keins. Musst du gar nichts bedauern. Ich bring dir jetzt Steine vorbei. So machen wir das. Jetzt, wo du sie auch annimmst. Zumindest als Auftrag. Nicht nur so als Handel. Ist es wahr? Ihr bringt Stein für den Kaiserdom? Ja. Das tue ich. Tausend Dank.
wenn ihr noch mehr Stein entbehren könnt. Ich nehme ihn gern. Okay. Also das heißt, ich fahre nochmal hin. Lager stehen euch jederzeit offen. Moment, so und so. Ne, so funktioniert das nicht. Da hat das einen Cooldown sozusagen. Irgendwie will es nicht. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ach, ich lass gut sein, ich habe ihm ja jetzt was geliefert. Wunderbar. Ja, wunderbar. Hab ich dir gern geliefert. Du bist mir sympathisch. So. Aber wir haben genug Seile. Wir bräuchten die Seile gar nicht. Naja. Aber es könnte sein, hier war ja, glaube ich, auch alles in Ordnung, oder? Oder ist diese Geschichte mit den Kindern, hat sie sich jetzt geklärt? Sind die jetzt zurückgekommen, die Kinder, weil wir jetzt eine Stadt aufgebaut haben hier, oder... Scheint hier eigentlich irgendwo alles in Ordnung zu sein, glaube ich, oder? Und wenn dem so ist, dann würde ich einfach mal sagen, dann liefern wir jetzt dem Guy das Werkzeug. So. Hätte ich jetzt gesagt. Machen wir mal. Wo wollte er das hin haben? Hier hin? Ach ja, der will das ja mitnehmen, oder? Wie war das? Glaube ich. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ist das endlich das Werkzeug, auf das ich schon so lange warten muss? Ja, glaube schon. Ihr habt den Auftrag doch sorgfältig ausgeführt. Hätte ich jetzt gesagt, dass es so ist? War sonst alles in Ordnung? Hast du irgendwas? Irgendwelche Wünsche? So weit. Bald brechen wir auf. Lasst alle an Bord gehen. Kardinal Lucius wird später zu uns stoßen, wenn wir an der Grenze des Orientalischen Reichs Aufstellung genommen haben. Okay. Sonst noch was? Oder... Okay. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diesen Kreuzzug gehört. Diese maroden Schiffe, ich wage gar nicht, es laut auszusprechen. Wir müssen uns unterhalten. Vertraulich. Okay, aber die wurden doch erst repariert. Die Spannung steigt. Legt endlich ab. Das Gejammer dieser Scheihälse ist ja unerträglich. Sollen Sie doch froh sein, dass Sie etwas zu diesem Kreuzzug beisteuern dürfen. Will der ablegen, bevor es auffliegt, was er da im Schilde führt oder was mit Lucius zusammen oder was ist los hier? Ah, die sehen ja wirklich nicht sehr schön aus, die Schiffe. Da muss ich zustimmen. Wie wird die Geschichte weitergehen? Dies und mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Anno 1404 Kampagne oder so. Gut. Und juhu, wir haben wieder alle Aufträge erfüllt. Das macht mich sehr glücklich, denn das ist mein Ziel gewesen. Und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und was es mit diesem Kreuzzug auf sich hat und was Lucius da wohl im Schilde zu führen scheint, das erfahren wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Dankeschön und bis dahin. Tschüss. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung.